Servus und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 mit mir, dem Eagle. Ja, im letzten Part haben wir so ein bisschen anklingen lassen, dass wir in Zukunft jetzt hier einen schönen Job haben werden. Haben uns noch ein bisschen auf der Straße geprügelt und jetzt sind wir hier und lassen uns mal unsere Schaltkreise durchchecken vom Ripper Dog unseres Vertrauens von Victor. Und, ach guck mal, ach mein Gott, bist du süß. Ja, okay, gut, das süß nehme ich zurück. Du bist eine Nacktkatze. Wieso gibt's hier Nacktkatzen? Mein Gott, bist du süß. Trotzdem. Katzen sind einfach... Ach Mann, du tust mir leid. Dir fehlt doch was. Du musst doch frieren. Im Winter. Komm mal her. Komm mal her, Mätzel. Mein Gott. Mann, ich will die Katze mitnehmen. Die ist voll niedlich. Obwohl sie kein Fell hat, ist sie niedlich. Das wolltest du schon immer mal ausprobieren. Warum fragst du mich das? Ich guck sie an und krieg hier Streicheln. Ich dachte mir jetzt erst, what? What is happening? Was ist mit dir? Ist dir kalt? Das lässt sich ändern. Hast du mir gerade Sex angeboten? Oder willst du einfach nur kuscheln? Ich meine, so wie du angezogen bist, sei mir nicht böse, Mädel, aber das ist ja fast eine Aufforderung, ne? Was? Hat das Baby eine fette Knarre da in der Hand? Wollen wir spielen? Ich hoffe, das ist eine Spielzeugwaffe, Mädel. Also... Nee, will nicht reden. Oh, Katze. Ich streichle durch die Katze durch. So dünn ist die schon. Na gut. Auch genug jetzt hier wieder rumgeblödelt. Vicky, fit wie ein Turnschuh, alter Ripper. Schön, dich zu sehen. Ripper Dog. Obwohl weit verbreitet, ist die Installation von Cyberware immer noch ein gefährlicher, invasiver Eingriff, der nur von qualifizierten Spezialisten durchgeführt werden kann. Ripper Dogs. In Night City arbeiten diverse Ripper Dogs, die jeweils eine unterschiedliche Palette an Cyberware-Upgrades anbieten. Wähle ein gewünschtes kybernetisches Upgrade aus der Liste und dann viel Spaß mit deinen neuen Fähigkeiten. Das wird auf jeden Fall interessant. Auch schön, dich zu sehen, wie. Ist eine Weile her. Also, was führt dich zu mir? Letzter Job. Hab mich mit dem Neuro von einer Kundin verlinkt und mir vielleicht was eingefangen. Migräne? Übelkeit? Überempfindlichkeit gegen Licht? Das ganze Paket. Okay, Kleine. Wir kriegen das schon hin. Wie geht's sonst so? Hab einen neuen Fixer getroffen. Hat mir einen Job gegeben. Dexter DeShawn. Echte Größe aus dem Afterlife. Aus dir wird langsam was. Aber gibt's was, das du mir nicht erzählst, Vic? Sei vorsichtig, sonst nichts. Hab einiges von Dex gehört. Ist wohl nicht so gechillt, wie er sich gern gibt. Ich brauch was Neues. Werkzeug, kein Spielkram. Besseres Visier und festeren Griff. Wirklich? Jetzt? Endlich? Vic, jetzt wird's ernst. Hab einen Job von Dex DeShawn. Ein von der Oberliga. Ich brauche richtig gute Tech. Der Dexter DeShawn. Tja, das ist schon was. Aber lass mich raten. Bezahlt hat er noch nicht. 21.000. Klar, wie soll ich denn das Geld am Anfang zusammenkriegen? Hör auf zu Flenwick. Ich bring dir die Eddies später. Mit Zinsen. Du kennst mich. Ein letztes Mal, klar? Setz dich hin und entspann dich. Alter, der Typ sieht einfach aus wie so ein Aushilfs-Freddy Krüger. Also, an der Hand, meine ich. Der Rest ja zum Glück nicht. Kiroshi Optik, das Beste, was ich habe. Und passend für das, was du suchst. Oh, oh, oh. Verlink dich. Kiroshi ist ganz gut. Kiroshi? Vic, das ist das Beste, was man finden kann. Mhm. Klingt für mich, als wäre es genau das Richtige. Ich habe versprochen, dich zu bezahlen, aber das könnte ein bisschen zu viel sein. Uns beiden fällt schon was ein. Im Moment will ich nur, dass du in einem Stück wiederkommst. Mit den Eddies. Na gut, dann wollen wir uns mal verlinken, würde ich sagen.
schaust dich um und wählst aus. Ich scanne. Mal sehen, was da drin los ist. Jawohl, da haben wir jetzt hier die Übersicht. Und ihr seht, es gibt jede Menge die Sachen, die man hier modifizieren kann. Also hier, Okularsystem, also die Augen betreffend. Kiroshi Optik MK1 verbessert deine Sicht. Gewöhnlich. Gibt es auch noch weitere Stufen, die man verbessern kann? Ich weiß tatsächlich nicht, ob es mittlerweile auch legendäre Augenimplantate gibt. Als ich die Story das erste Mal durchgespielt habe, gab es die nur maximal bis Stufe Episch, also Lila. Legendär gab es da noch nicht. Weiß nicht, ob sie das mittlerweile nachgepatcht haben. Oder ob das Absicht ist, dass es einfach keine legendären Augenimplantate gibt. Weil das sonst zu OP wäre oder so, keine Ahnung. Egal. Und Hände, was haben wir hier? Hände. Ballistischer Koprozessor erhöht die Chance auf Querschläger mit Powerwaffen. Ach, passt eigentlich gar nicht zu unserem eher diskreten Spielstil. Das werde ich dann später, da werde ich später was anderes für die Hände finden. Aber wir rüsten es mal trotzdem aus. Weil es kostenlos ist jetzt, also kostenlos. Wir werden Vic natürlich später dann die Eddies zurückgeben, wie sich das für einen anständigen Freund gehört. Mark One, wie gesagt, ein guter Scanner. Zeig Daten auf deiner Netzhaut an. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Aber denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Ist ja trotzdem krass, nur dass man das Gesicht nicht sieht. Reagiert auch auf Kiroshi-Tech. Bin bereit. Leg los. Perfekt. Dann los. Leg deinen Oberliga-Arm dort ab. Also, was gibt's Neues im Leben des Victor Vector? Ganz ehrlich, nicht viel. Und genauso gefällt's mir auch. Früher drehte sich bei mir alles nur darum, woher du kommst, wer du bist, was du hast. Und wie ging's weiter? Ich hab einen Schlussstrich gezogen und bin raus. Werd in Night Fucking City nie zur Legende werden, aber wenigstens schlaf ich ruhig. Na, oh, hat er recht. Passt eigentlich. Genau so, danke. Jetzt noch ein Anästhetikum und dann wird geschnitten. Oh, unangenehm. Spürst du was? Live-Kommentar? Ernsthaft, Doc? Klingst wie ein Zahnarzt. Die können auch nicht das Maul halten. Sei lieber nett. Denk dran, ich bin alt und meine Hände zittern. Könnte abrutschen. Der Typ. Ich schalte kurz das Licht aus, okay? Ah, oh, oh, das ist richtig unangenehm, sich anzugucken. Oh. Oh. Kommt da einer mit dem Messer so nah an dein Auge ran. Ah, oh, das ist richtig creepy. Medizinhorror. Okay. Testen wir es und sehen die Magie in Aktion. Ich verlinke dich. Uah. Anfangs könnte dir unwohl sein. Verschwommene Sicht, wenig Kontrast, Glitches. Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Boah, als wäre man besoffen. Wow, das ist fantastisch, Vic. Sehr schön. Ah, wir können zoomen! Sehr geil, wir können zoomen! Menschen scannen. Okay, wenn du Menschen mit deiner optischen Cyberware scannst, erhältst du viele nützliche Informationen. Zum Beispiel darüber, wie stark ein Gegner sein könnte, wer zu seiner Crew gehört und was für Waffentypen er verwendet. Das ist sehr cool. Den Scanner. Ich kann ja... Vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. Aha. Dann habe ich noch einen NCPD-Datenscanner eingebaut. Damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Eine Fahndungsdatenbank. Okay. Du hast nun Zugriff auf eine Datenbank mit Personen, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Oh, praktisch. Du kannst die Gefahndeten mit deinem Scanner identifizieren. Da sie alle tot oder lebendig gesucht werden, ist es dir überlassen, mit welchen Methoden du dir das Kopfgeld sichern willst. Nice.
Das sollte wunderbar klappen. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Gut, dann ziehen wir mal. Was ist mit dem Neurovirus vom letzten Job? Kannst du das checken? Längst beseitigt, als ich dein Implantat eingesetzt habe. Hab alle Schaltkreise gescannt und den kleinen Bastard frittiert. Bist jetzt offiziell bugfrei. Ohne Scheiß, auch wenn das hier nicht die High-End-Grafikeinstellungen sind, man erkennt trotzdem jede Pore. Es ist echt krass, was die Grafik mittlerweile leisten kann. Scheiße, Victor, nicht schlecht. Ich bin sprachlos. Nimm das hier und denk an die Dosierung. Zwei Züge jetzt und weitere zwei in einer Stunde. Hoffentlich denke ich dran. Du bist der Beste, Vic. Ich schulde dir was. Dann los. Zeig ihnen, was du kannst. Gut. Und wenn du ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. So, wo bleibst du? Beweg deinen Arsch her, Chica. Dex wartet auf uns. Ja. Gemach, gemach. Was hier? Wer gewinnt? Ah, der guckt sich hier MMA an oder was? Ah, komm. Haut euch aufs Maul. Ja, gute Frage. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Hernandez. Weißt du, früher hätte Malone dieser Krüppel längst auf dem Boden gelegen. Aber jetzt hat jeder Schädelpolster drin. Schluckt 75% jedes Hiebs. Oh, das ist echt übel. Hast du auf diesen Kampf gewettet? Nein, ich guck's nur gern. Alte Gewohnheit, schätze ich. Es fehlt dir, oder? Ah. 21.000! Okay, das ist echt hart. Also, aber Schädelpolster... Ist das dann nicht eigentlich Wettbewerbsverzerrung? Na, obwohl andererseits, wenn es alle wiederum benutzen, ist es wieder balanced. Aber trotzdem, ich weiß ja nicht, ob ich mir das angucken würde. Aber gut, immerhin. Jetzt gehen wir mal. Danke, Vic. Also, denken wir dran, wenn wir die 21.000 voll haben, bringen wir ihm die wieder. Das hat er sich echt verdient. Oh, die Katze ist noch da. Komm her, Mietzel. Oh. Irgendwann werde ich dich mitnehmen. Ich glaube eh, dass man das kann. Am Ende, ich glaube, im Late Game. Irgendwann kann man die Katze, glaube ich, mitnehmen. Mein Gott, ganz, ganz erbärmlich sitzt sie da alleine auf der nassen Zeitung da. Orm. Ormsmietzel. Ja, gut, ich muss dich leider verlassen. Pass auf dich auf. Ja, ich bin der Katzentyp. Also für die Leute, die es noch nicht gemerkt haben sollten. Ich liebe Katzen. Bitte, also Hunde jetzt zum Beispiel gar nicht so sehr. Aber Katzen, ich fahr drauf ab, wenn ich welche sehe. Einfach total niedlich. Hör mal, hab mit Dex gesprochen, als du beim Dog warst. Ja? Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz in der Nähe neben Gramsci Burgers. Okay, dann mache ich mal Werbung für uns. Gramsci Burgers. Gibt's da nicht diesen italienischen Sozialisten Antonio Gramsci oder wie der hieß? Hieß der Antonio? Bei Gramsci hieß er auf jeden Fall. Der hatte mal die Idee mit dieser kulturellen Hegemonie. Wie, hör zu, ich habe hier eine heikle Sache. Deshalb rufe ich dich an. Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch. Aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Aus verschiedenen Gründen. Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Genau. Ich weiß, wie das klingt. Aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor MaxTech vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lass ihn abholen. Klare Anweisung, oder? Okay. Also wir sollen die Leute einfach... Dann, also diese Cyberpsychos dürfen wir nicht umbringen. Na gut, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Gut, dann schauen wir mal. Dexter Deschamps. Guten Tag. Yo, Miss V. Ein Vergnügen. Dexter Deschamps leibhaftig. Echt schweres Tier.
Fahr los. Ich habe eine Frage an dich. Was ist dir lieber? Ein Leben als Miss Nobody, die uralt wird und nach Pisse stinkt? Oder als süß duftende Draufgängerin, die nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen? Die Beste sein oder gar nicht sein, Dex. Koste es, was es wolle. Der Klassiker. Genau die richtige Antwort von einem Frischling. Respekt. Okay, hör zu. Ich hab da was Großes. Der kriegt auch sein Maul nicht auf. Fällt euch das auf? Der kriegt auch sein Maul nicht richtig auf. Warum? Ich hab das doch eingestellt. Oder nicht? Oder hat er das wieder deaktiviert? Wo ist denn das? Kontaktschatten. Wo war denn das? Schärfentiefe? Nee. Bewegungsunschärfe Bullshit, wo war? Wo war denn das da? Verbesserte Gesichtsbeleuchtungsgeometrie. Das müsste es doch sein. Verbessert die Echtheit der Gesichtsanimation. Das hat er ja aktiviert. Aber aus irgendeinem Grund kriegt er trotzdem sein Maul nicht auf. Ja gut, dann halt nicht. Verglichen mit der Jagd. Ach, jetzt kriegt das wieder auf. Okay, offenbar ist die Grafikeinstellung ein bisschen festgefahren. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Mhm. Schätze, der gehört einem Konzern. Mhm. Arasaka. Ist das ein Problem für dich? Arasaka. Konzerne verdienen keine Sonderbehandlung. Du machst keine halben Sachen, was? Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und haufenweise Eddies. Schieß los. Wie ist der Plan? Zwei Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig. Will mit einem vom Team plaudern. Die Kundin. Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Hab durchsickern lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Jedenfalls will die Kleine jemanden treffen, der dabei ist. Der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du. Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Steck den Splitter ein. Haben echten Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor zwei Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Und der Konzern weiß nicht mal, dass Maelstrom dahinter steckt. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis drei Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Royce hat jetzt das Sagen. Und ich habe keinen Schimmer, ob er das Wort seines Vorgängers hält. Und als wäre das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Militech für den Konvoi. Wer ist die Primadonna? Konzernagentin, Dienstaufsicht. Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hinge ihr Leben davon ab, ihn zu finden. Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum. Ihr Stock im Arsch wird nicht kürzer, also wird sie langsam verzweifeln. Entscheide du, was du mit der Info anstellst. Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Aha, na gut, dann weiß ich ja alles.
Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's, aber den Flathead holst du allein. Gut, dann ist ja alles klar. Überspringen wir die Fahrt. Eins noch, Miss V. Ruhiges Leben oder ruhmreich draufgehen? Hm? Wir sehen uns. Gut, dann verschüße ich mich mal. Okay, also. Street Cred ist super. Haben wir gleich hier noch ein neues Level. Passt wunderbar. Und sogar zwei Vorteilspunkte. Jaxter, hab mit Dex gesprochen. Hey, Gordito ist ein dicker Fisch. Nicht nur sprichwörtlich, was? Er weiß auf jeden Fall, wie er sein Business beschützt. Wir sollen ein paar Probleme ausbügeln. Vorarbeit, bevor er uns einen großen Job gibt. Es geht um einen Kampfbot. Militärischer Prototyp. Maelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen Boss. Stimmt. Davon habe ich gehört. Royce gegen Brick. Feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber kein Plan, ob die uns helfen kann. Chingo. Du klingst nicht begeistert. Was weißt du über Royce? Der Typ ist besonders durchgeknallt. Royce schnüffelt Chrom wie Junkies Drogen. Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Evelyn Parker. Du? Und was macht Dex? In seiner Limo rumfahren und übers Holo Tuschen anbaggern? Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Wird sich was dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Oh, ich würde sagen, wir treffen uns erst einmal mit der Klientin, oder? Ich werde erst mit Parker sprechen. Rausfinden, wie sie drauf ist und was sie will. Orale, dann gehe ich zur All Foods Fabrik. Schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego. Gut. Eine Splittergranate liegt ja einfach so rum. Ja, schön, die nehmen wir mit. Ist ja top. Schauen wir einfach mal so ein bisschen. Begib dich zwischen 18 Uhr und 6 Uhr zu Lizzie's Bar. Okay, okay. Was ist hier? Hey, wie, mir ist gerade ein Gedanke gekommen. Du kannst ja in Zukunft kaum mit einem abgeranzten alten T-Shirt anfangen. Ach nee. Ach nee, der hat mir jetzt... Ach Gott, ist das süß. Er hat mir gleich ein paar Sachen in mein Lager geschickt. Mir ist es lieber, sie bekommen ein neues Zuhause, als dass sie für ein paar Annies verticke oder in den Müll schmeiße. Auf jeden Fall hoffe ich, dass sie dir gefallen. Style ist alles, wie man so schön sagt. Oder vielleicht sagt das auch keine Sau mehr, was weiß ich. Ach Gott, der Typ ist voll lieb. Ach Mann. Der Vic ist echt ein guter Freund. Das ist cool. Der ist echt ein cooler Typ. Was ist los? Ich wollte Sie nur daran erinnern, dass meine geschätzten Maelstrom-Geschäftspartner und ich das Finanzielle bereits abgewickelt haben. Eine runde Summe von 10.000 Euro-Dollar hat den Besitzer gewechselt. Wenn ich also mit Ihnen triffst, lasse ich nicht von Ihnen ausnehmen, wie Maelstrom das so gerne macht. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall nichts mehr bezahlen. Das haben wir schon. Ja, viel Glück, du wirst es brauchen. Ja, das stinkt bis zum Himmel, dieser Job. Der stinkt bis zum Himmel. Da kommt ganz gewaltig was auf uns zu. Aber jetzt schauen wir mal. Na? Ich brauche neue Waffen. Und zwar anständige. Klar doch, tob dich aus. Mal schauen, was bietet der an? Das ist hier der örtliche Waffenhändler. Oho, ein Power-Maschinengewehr. Okay, gut, das ist eigentlich auch ganz cool. Ein cool, ziemlich cooler Revolver. Aber wie teuer. Oh, 7000, ja sicherlich. Machen wir so. Ja, komm, hier, das verkaufen wir mal das Ding hier. Und das Ding... Sturmgewehr. Nee, komm. Weg. Oh. Ja gut, immerhin. Haben wir ein bisschen Geld gemacht, aber warte mal. Das heißt, wir haben bessere Waffen? Komm, hier. Dann nehmen wir stattdessen mal die hier, die Knarre.
Und dann haben wir noch... Achso, nee, das passt. Eine Schrotzke. Nee, aber eine Schrot passt nicht zu einem diskreten Auftreten. Nee, dann nehmen wir lieber ein Sturmgewehr, oder? Was ist das? Ach, das ist eine Maschinenpistole. Okay, dann machen wir das so. Wir nehmen eine Maschinenpistole. Nein. Wir nehmen eine Maschinenpistole und ein Sturmgewehr. Das Sturmgewehr ist dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt, die Maschinenpistole einfach mal kurz schnell dritt mal kurz durchwalzen. Was haben wir hier fürs Gesicht? Ohne Brille! Oh Gott. Wie sehen wir bloß aus? Okay, haben wir neue... Achso. Wir müssten mal dann zurück zur Bude. Was hab ich hier gefunden? Arasaka-Schutzanzug. Ja, nee. Brauchen wir nicht. Levelaufstieg. Jawohl. Gleich mal in Coolness weiter skillen. Und zwei Fähigkeitspunkte. Erhöht die kritische Trefferchance um 7%, während du schleichst. Ermöglicht das Werfen von Messern. Oh, das ist cool. Das nehmen wir. Und was ist das hier? Auslöser. Nach einem erfolgreichen Takedown erhöht sich das Bewegungstempo 10 Sekunden lang um 30%. Hidden Dragon ermöglicht dir nicht tödliche Takedowns aus der Luft heraus gegen Ziele, die sich nicht bemerkt haben. Meuchelmord verursache 15% mehr Schaden gegen menschliche Gegner. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal... Oder was ist hier? Kampfmaschine? Ich würde sagen, wir können auch mal langsam so ein bisschen auf Kampfmaschine gehen, oder? Nehmen wir das. Kampfmaschine ist immer ganz nützlich. Gut. Ja, dann, wo müssen wir jetzt hin? Achso, genau, ich wollte ihm noch die eine Waffe verkaufen. Ich brauche neue Waffen. Ja, ja, ist okay. Wir toben uns gleich aus, sofort. Schaden pro Sekunde. Ja, komm, die beiden Knarren verkaufen wir. Die braucht eh kein Schwein. Genauso wie die Schrotzke. Und Wiedersehen. Danke nochmal für die 80 Eddies und ciao. Gut, da müssen wir schauen, wo wir jetzt hin wollen. Begib dich zwischen 18 Uhr und 6 Uhr morgens zu Lizzie's Bar. Okay, wie weit ist das weg? 450 Meter. Wir laufen das. Wisst ihr auch warum? Weil wir dadurch letztlich Athletikpunkte gewinnen. Also viel Laufen bringt uns Athletikerfahrung und Athletikpunkte. Das ist wichtig. Was sind hier? Wow. Diese Auflösung. Digga. Aber das ist, glaube ich, Absicht, oder? Das ist Absicht, dass das so eine schlechte Auflösung ist. Weil die Auflösung aller anderen Objekte ist normal, aber das hier ist... Junge, völlig lost. Ja, wie gesagt, deswegen... Das ist auch so komisch bei dem Spiel manches Mal. Die Grafik ist nicht konsistent. Da ist manches... Manche Grafikdetails sind super hoch. Und andere sind dann irgendwie wie von 1900 oder so. Egal, wir gehen jetzt hier mal durch. Schubsen die Leute aus dem Weg. Und nicht wundern. Es sind so viele NPCs, dass es wahrscheinlich auch nicht sonderlich überrascht, dass die manches Mal im Laufen noch nachladen. Sozusagen, wenn man dann stehen bleibt, sieht man die genaueren Details. Aber wenn man nur so an ihnen vorbeiläuft, erkennt das Spiel, das bringt nichts, wenn ich die jetzt nachlade, weil die sehen wir eh nicht in HD. Dann ist es eh wurscht. So. Es ist einfach... Klar, wie gesagt, meine Technik ist nicht die allerbeste, aber... Normaler, in anderen Spielen klappt es ja auch mit den HD-Texturen. So. Das ist einfach, das Spiel ist technisch gesehen zwar mittlerweile verbessert, gar keine Frage, aber es ist in einigen Bereichen immer noch, ja, eine Katastrophe eigentlich. Was ist mit euch? Wow! Ist das hier ein Überfall? Wow! Hilfe! Ach, das ist ein Überfall. Ach, das ist ein Überfall. Kann ich da irgendwas machen? Staatsfeinde. Oh. Kopf, auf die ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Gut. Ich glaube, in dem Fall müssen wir nicht sonderlich diskret sein. Okay, ja. So.
Jawohl! Das war's mit dem Kopf. Ja, das hat gut funktioniert. Schön. Haben wir noch ein bisschen... Ich habe jetzt gerade gar nicht drauf geachtet, aber... Ich glaube, wir haben... Haben wir Kopfgeld gekriegt? Ich weiß es nicht. Da lag noch eine Waffe. Ja, danke. Finde ich gut. Hat sich... Was war das denn? Liebe Fahrzeuge, was macht ihr da? Warum alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will? Oder was ist hier los? Ey, Freunde. Ach so, es ist rot. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Aber was ist denn mit euch? Ihr habt doch freie Fahrt. Ach so, da liegt das an dem Auto hier. Von den Tiger Claws. Danke fürs Einschalten. Zeit für die Lokalnachrichten. Die lange erwartete Hinrichtung von Joaquin Schmidt, besser bekannt als der Watson-Schlechter, wurde für den morgigen Tag... Hä? Der 27-Jährige hat gestanden, 21 Menschen getötet zu haben, und seine eigene also, Schwester und Mutter. Hä? Die Hinrichtung wird öffentlich stattfinden und für alle, die lieber von zu Hause... Jetzt auf einmal. Fahrt ihr jetzt mal? Hallo, du hast grün! Grüner wird's nicht! Alter, die KI manches Mal, ne? Oder muss ich erstmal einen rammen? Achtung, Bewohner von Charter Hill. Eine von euch hier zum Auftrag gegebene Studie ergab, dass sich im Leitungswasser gefährliche Konzentrationen von Blei und Kampf... Oh, jetzt auf einmal können wir fahren! Volltrottel! Idioten! Deppen! Also, die KI ist manches Mal wirklich... Dumm wie Brot. Ist ja nicht zu fassen. Die stehen da einfach rum. Mitten auf der Straße. Sogar auf dem Zebrastreifen. Sag mal, seid ihr bescheuert? Oh. Ja, egal. Was wundere ich mich eigentlich? Egal. Der Part ist sowieso jetzt vorbei. Ich drücke mir hier gerade nochmal ein Heil-Item rein. Und würde sagen... Alter, das ist ja wieder... Also, wir werden uns von diesen kleinen Bugs nicht aufhalten lassen. Aber es ist trotzdem mal lustig zu beobachten... Wie unglaublich dämlich die KI manches Mal agiert. Jetzt können sie ja auch fahren. Ganz normal. Guckt euch das an. Es ist seltsam. Egal. Wir gehen da jetzt hin. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Und dann gehen wir mal ins Lizzie's. Bis dahin. Macht's gut. Servus. Und ciao.